Leute, herzlich willkommen. Auf den Kanal hast du neue Gaming. Und heute, wie ihr hier sehen könnt, spielen wir mal wieder Kontraband Police. Natürlich die Demo immer noch. Und wir legen auch direkt weiter los. In letzter Zeit haben wir vermehrte Schmuggelaktivitäten der Oberhofbande festgestellt. Glücklicherweise kümmert sich unser Geheimdienst bereits darum und wird regelmäßig mit den nötigen Informationen versorgt. Okay. Schauen wir uns zuerst die Informationsdaten. Jede Notiz handelt von einem bestimmten Schmuggler. Okay. Ich suche alle, die auf den Beschreibung passen und denke daran, keine Schmuggelware darf die Grenze zu Akaristan passieren. Okay, also 7 DP und einfach links 35. Bringe das erste Fahrzeug zur Kontrolle ein. Jo, das... heraus, meine ich. Mach ich doch gerne. Kommen Sie rein, liebes Auto. Mal, da hat er das Kennzeichen. 7 DP. Oh, wow, wow, 7 DP. Sieht so aus, als hätten wir unseren Verdächtigen. Hier, er soll das Fahrzeug verlassen, damit wir die Kabine durchsuchen. Okay. Na, bitte steigen Sie aus. Schmugger markiere mit einem Schlagzeichen die Schmugger. Allerdings ist das nur unter UV-Licht besetzen. Ich bin als Schlagzeichen auf dem Sitz. Ja. Jetzt brauchen wir Werkzeuge, um den Schmugger herauszuholen. Nimm das Messer vom Tisch. Okay, hol ich das mal. So. Okay, dann müssen wir jetzt hier rein. Und kaputt machen. So. Schmuggelware ist nicht immer begrenzt. Manchmal kann sie zwischen Teilen oder an schweren zugänglichen Stellen versteckt. Toll, ich glaube, das war's. Ist nicht, dass Schmuggler sehr erfinderisch sind. Du findest, muss der Kontrollmann hier im Dienst anbuch. Okay. Kannst den jetzt verhaften. Okay, dann verhaft ich den mal. Ab in den Knast mit dir. Los. Rein da. In diese Knast. Ja, ich weiß das ja alles. Ich brauche doch kein Tutorial. So, ich muss zum Lager. Das ist dein Lager. Hier lagerst du abgefangene Schmuggelware, Werkzeuge, Waffen und bla bla. Vielleicht kannst du es dir eines Tages leisten, es zu verbessern. Okay, jetzt muss ich Kokain hier reinpacken. Guten Morgen. Okay, guten Morgen. Tschüss. Bitte jetzt Officer Marco Maximov, damit der das Fahrzeug los wird. Warum ist er denn so weit hinten, ey? Ja, hab ich gemocht. Keine Ahnung, was der gesagt hat. Schmuggel vereitelt. Es gibt verschiedene Arten von Werkzeugen, die wir nötig werden, um bestimmte Arten von Lagefächern zu öffnen. HTML kannst du mit Herrn zuschlagen mit Äpfen. Ja, bla bla. So. Mit diesem Wissen kannst du zur Fahrzeuginspektion zurückkehren. Okay. Dann soll ich wohl mal weitermachen. So. Kommen Sie rein, kommen Sie rein. Sie bleiben schön draußen da. Grünes Auto. So, also 35 war das, ne? Ja, 35. Guten Tag.
Hallo. Ah, nee, nicht aussteigen. Na egal. Steigen Sie einmal aus, bitte. Danke. Geben Sie mal Ihre Papiere mir. Ja, bleiben Sie da stehen. So. Kann ich Ihre Dokumente haben? Bitte schön. Ja, das wäre sehr nett. Danke. So, das brauche ich nicht. Jamal Badran. Oh. Die Einreise. Okay. Nachname und Name ist falsch. Das A und E passen. So, Postnummer. N54D8VT7. Und die Gültigkeit? Passt auch nicht. Passt überhaupt das Foto? Na, könnte er sein. Ich denke aber mal. Das ist tatsächlich auch falsch. Ja, lieber Kollege. Die Inspektion ist beendet und du kannst direkt nach Amerika fahren. So. Tschüss. Hau ab. Geh fahren. Los. Hopp. Weg mit dir. Schmutz. Nein, Leute, das ist natürlich. Also kann ich hier. Ich kann hier einsteigen. Warte, fahr noch nicht. Na, von mir ist das so zu schnell. Oh, mein Kollege, da bist du ja wieder. Nächstes Fahrzeug, das Grüne. Okay, dann kontrollieren wir dich mal. Warte, 35. Ach, jetzt haben wir gar nicht auf dem Alter geguckt, tatsächlich. Lassen Sie auch und fahren Sie den Kollegen hier nicht. Blödes Auto. Okay, jetzt ist dieser Sound weg. Die Dokumente. Danke, ich komme gleich wieder. Ich gehe mal ein bisschen weg. Edil Erali. Ja, das passt. OS1P passt auch. J0, ja. Das passt auch. Geburtsdatum. Hallo. Geburtsdatum 32. Du kannst einreisen. Ich würde sagen, er kann hier einreisen. Einreisegrund, Besuch. Ja, endlich. Was heißt ja eigentlich endlich hier? Kriegst du gar nicht mehr. Ach, war du das? Oh. Jetzt habe ich Minus gemacht. Na egal, für 20 Dollar hat sich's gelohnt. Jetzt habe ich ja eh wieder. Okay. Ich wusste gar nicht, dass man sogar Minus bekommt, wenn man das Auto beschädigt. Naja. Er sieht schon so aus, als wäre er 35. Er sieht aus, als wäre er 8. Hallo. Ja, kann ich Ihre Dokumente haben? Ja, bitte. Danke sehr. Anton Bonder. N2TS. Pass. Gültigkeit. Passt auch. Und Ihr Geburtsdatum? 35. Kollege. Oh. Okay. Steigen Sie mal bitte aus Ihr Auto. Sieht ziemlich danach aus, dass er ein Schmuggler ist. Ich mache schon mal direkt das an hier. Ja, gehen Sie weg hier. Ich muss hier. Gehen Sie weg. Hier ist. Oh. Da, Zigaretten. Gut, ich habe Schmuggler. Bitte lassen Sie mir das. Nehmen Sie das Geld. Nee, oh. Da habe ich auch noch was gesehen. Ey. Geh nach hinten. So. Hier ist auch nochmal Zigaretten. So. Machen wir mal das hier zu und gucken nochmal, ob hier irgendwo noch was ist. Ich denke aber tatsächlich, das war's. Ja, also hier ist auf jeden Fall nichts mehr. Du, Kollege, machen wir das jetzt. Ab in den Knast. Warum? Da fragt doch mal, warum, Junge. Was ist das denn für ein Kerl? So, ab in den Knast mit dir, würde ich sagen. Sehr gute Arbeit geleistet. Tschüss. Machen wir hier mal alles zu. Oh, mein Lager ist noch offen. Das ist nie gut gewesen. Wir retten hier auch rein. Zack. Machen wir die Tür zu. Und das auch. Und dann müssen wir einmal zu diesem Dude, damit der
einmal das Fahrzeug wegbringt und dann haben wir sogar schon wieder Feierabend, weil keiner hier rein will. Ja, gemacht. Danke sehr. So, was soll ich jetzt machen? Das war's für heute. Ruh dich aus. Morgen wird dir der Kommissar eine neue Aufgabe geben. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal pennen. Und Leute, würde sagen, das war's auch mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut auch gerne auf meinen Discord-Server vorbei. Das ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Sowie auch noch andere Links wie Instagram, Twitter und Co. Schaut einfach mal vorbei. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Habt jetzt auch einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute. Euer Sander. Ciao.